Rachel Temple, 1914. Tiefe, 144 Fuß. Jetzt spielen wir wieder zusammen. Wir seilen uns ab. Ist halt doof, weil du das vorher nicht gesehen hast, da oben. Ach, du bist Eric. Ja. War ja eben gerade auch die ganze Zeit. Unglaublich. Wir sind nicht die Ersten hier. Verdammt. Kallus hat wohl den ganzen Kram hier erfasst. Ups. Tut mir leid, Eric. Wirklich. Du hast alles für diese Forschung gegeben. Mehr als du vielleicht glaubst. Gib dir nicht die Schuld. Ich lerne was draus. Ich werde mich beim Neuprogrammieren noch mehr bemühen. Kallus wird stärker denn je. Du glaubst, ich schaff's nicht? Glaubst du nicht an mich? Das ganze Grübeln bringt nichts. Wir müssen uns darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Shit, was ist das? Eine Absenkung? Von den Nachbeben? So, jetzt wird einer an Fuß gepackt. Ach ja, wird das? Das sieht nach Archäologie-Zeugs aus. Diese Ruine wurde untersucht. Die Lampen sind brauchbar. Das Licht kann die Marines herführen. Die Marines lieben Licht. Glaubst du, der Gegner? Sind die Motten. Genau, ich hab das dann. Die Motten ins Licht. Bestimmt. Braucht nur Benzin. Dann suchen wir mal. Nach Benzin? Ja klar, finden Benzin in der Ruine. Wer kennt's nicht? Über diese Lage informiert ist? Wir haben sogar eine ordentliche Taschenlampe. Vielleicht haben die Piloten was gesagt. Ja, eine Waffe. Wenn einer überlebt hat. Achso, ich habe nur so eine kleine Waffe. Ah, verstehe. Fuck, das gäbe ein schönes Feuerwerk. Wieso ist hier Sprengstoff dran? Warum liegt hier Stroh rum? Wir müssen die Lampen schnell in Gang bringen. Ja, warum liegt hier Sand rum? Ich sehe nichts. Na gut, das mit dem Sand ist halbwegs logisch. Das mit dem Sprengstoff auch, wenn jemand dahinter kommt. Was meinst du, wie es den anderen geht? Warum ist da eine Flare? Die sind zäh. Alle ohne Ausnahme. Die schaffen entweder das. Wir haben sie eben runtergeworfen oder jemand anders vorstellt. Ja, ich habe sie runtergeworfen. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, da hinten rauszuklettern. Wenn vor uns schon jemand hier war, gibt es sicher einen anderen Weg raus. Rachel, sieh dir das an. Eine Waffe. Ich kann das hier ansehen. Kommst du? Ja, ich war gerade hier an einer anderen Stelle. Ich bin noch tatsächlich nach wie vor gespannt. Ich tue schon wieder. Aber wer war dann ihr Gegner? Zweiter Weltkrieg, zweifellos. So viele Kugeln und keine Leichen. Wo du auch bist, Nick. Pass auf dich auf. Wie bitte? Hast du was gesagt? Nein, nichts. Oh, ich habe eine Steintafel gefunden. Archäologisches Fundstück. Ich habe ein paar Mal gefunden. Dieser Katalog muss irgendwo sein. A29. Hm. Wieso müssen wir jetzt einen Katalog finden? Wegen A29. Ich habe eine Steintafel gefunden, die mit A29 beschriftet ist. Und sie an geht wohl davon hier aus, dass King. Es in einem Katalog kann mich jemand steht. Hören? Oh, aber warum nur? Oh, sorry. Sieh dich mal um. Wow, jetzt habe ich ihren eigenen das ergibt null Sinn. Durchsage abgebrochen. Wow, ja toll. Jetzt habe ich theoretisch, hätte ich den anderen eine Durchsage gemacht, aber ich habe sie einfach abgebrochen. Hier spricht King, an alle. Hört ihr mich? Over. Langsam glaube ich, dass selbst die Iraker nichts von all. Die müssen. Das Benzin. Eric, hilf mir mal mit den Kanistern. Endlich haben wir auch mal Glück. Ha. Ja, zum Glück haben wir auch ein Feuerzeug dabei. Wie geht's deinem Bein? Ja, aber ich glaube nicht, dass man so einen Generator Bein. Anmacht. Oh, Benzin drüber kippen und anziehen. Mein Bein ging auf der Straße drauf. Willst du echt schon wieder auf dieser Sache rumreiten? Es ist passiert und es war scheiße.
Aber jetzt kann man nichts mehr dagegen tun. Lass es hinter dir. Das hab ich. Aber du warst hinterm Steuer, weißt du noch? Ach, hör endlich auf, Eric. Shit. Leuchte mal den Tanker. Man kann das Viech nämlich auch besser sehen. Ja. Gluck, gluck, gluck. Für jeden einen Schluck. Scheiße. Oh, es leckt. Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt. Kannst du was tun? Das Spiel zum Glück nicht. Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Also Klebeband suchen. Hier liegt sicher was Geeignetes rum. Dieses gute Klebeband von der... Wo auch immer das nochmal ist, wo man immer diese Werbung kriegt für dieses komische Klebeband, womit man so wasserdicht Sachen verschließen kann. Ja, gehe ich nochmal die ganze Runde, die ich von dem Spiel so irren konnte. Ja, im Hammer hilft das. Ich habe nicht da das Zeug gefunden, weil ich hier drüben bin. Wie kommt es, dass sowas Großes so lange unentdeckt bleibt? So, was steht hier? Hallo? Da ist ein Zettel. Der Fluch von Akkad von Aline Jojono. Die Taschenlampe weg. Gelehrte betrachten den Fluch von Akkad als Fiktion. Eine Lehrgeschichte, die Sumerer dazu brachte, Hungersnot, Schicksal und die Launen der Götter zu ertragen. Die Entdeckung dieses großen Tempels deutet jedoch auf eine neue Wahrheit dahinter hin. In der ursprünglichen Geschichte wendet sich der Gott Enlil gegen König Naram Sin von Akkad. Zuerst ist der König fromm und reumütig und bittet um Antworten, aber nach 7 Jahren der Stille seitens der Götter beschließt Naram Sin, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Er stellt eine Armee auf und marschiert in die Stadt Nippur ein blockierter Weg, um Enlils Tempel zu plündern. Diese Gotteslästerung ist so ungeheuerlich, dass Enlil, der tosende Sturm, die Götter gegen Naram Sin wendet und die Guter entsendet, um Akkad dem Erdboden gleichzumachen. Bauernhöfe und zu zerstören und die Menschen mit Hungersnot zu peinigen. Immer diese Peiniger. Hier war auch noch was, oder? Ja, hier. Ja, da. Ja, untersuchen. Undersearching. Oh, ich hab Klebeband. Von Dämonen besessen. Gaffertape. Aber das Silberne. Ja, hier ist noch mehr zu lesen. Hier ist Klebeband. Oh, ich würde sehr gerne lesen. Sehen wir, ob der Generator noch läuft. Also bei der Flare, wenn du mal zu Flare. Ah, doch, ich kann sogar. Ich darf sogar noch. Ja, warte, hier links war auch noch was da. Ich weiß nicht, ob es was hilft, wenn wir halt an allen Dingern uns das angucken, dass da. Nee, da hinten ist nichts. Da habe ich schon geguckt. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob du was anderes sagst, aber da kannst du halt da reingucken. Nee, mit dem Sprengstoff, also mir ging es gerade darum, mit dem Sprengstoff ist es halt, ich dachte, vielleicht hilft es uns, wenn wir halt irgendwie sehen, dass an jeder der Säulen Sprengstoff ist. Wenn das tatsächlich so ist. Nö, nur an fast jeder. Ist ein Funk. Ist ein Aufzeichnungsgerät. Also, wovor hatten Sie Angst, dass Sie zu solchen Maßnahmen griffen? Ja. Wovor hatten Sie Angst? Vielleicht vor diesem Aufzeichnungsgerät. Dafür hätte ich auch Angst. Vor einem Sampa. Ich meine, einige Leute haben Diktiergerät, einige Leute haben aber auch sowas. Sampa.
Ja, das ganze Equipment scheint hier ein bisschen älter zu sein. Nämlich genau gesagt von 1946. 14. Oktober 1946. Lieber Randolph, dir geht es hoffentlich gut. Unsere Reise zur Ausgrabungsstätte verzögert sich. Wir haben in Soran einiges zurückgelassen, weil Pullman nur die Hälfte der benötigten Männer und Maultiere auftreiben konnte. Die Arbeiter weigerten sich, in die Berge zu gehen. Sie sind abergläubisch und haben Angst vor Dämonen. Sie lehnten sogar 2 Dinar extra pro Kopf ab. Wir haben auch den 2. Generator und das Ersatzfunkgerät zurückgelassen. Wir sollten bis zum 18. bei dir sein. Hochachtungsvoll, Aline Journeau. Ich meine, wir könnten auch einfach weitergehen und den Generator einfach da liegen lassen. Okay, das ist tatsächlich eine sehr spannende Geschichte. Also hier geht ein Gang weiter. Ja. Ja, was machen? Ja, komm, wir reparieren jetzt den Generator. Wir reparieren den Generator. Gab es hier auch eine Schneller-G-Taste? Ich glaube, das war irgendeine Schultertaste. Okay, jetzt haben sie haben das anscheinend... Warte mal. Oh nö, geht nicht mehr. Ach, zum Generator. Was ist denn der Generator? Da frage ich mich auch gerade da drüben. Nee. Das hier ist generell kein guter Standort, aber man kann sich sicher einigermaßen verteidigen. Vielleicht standen sie unter Druck. Wir kennen ihre Arbeitsbedingungen nicht. Das ist aber ein schweres Geschütz. Das ist aber ein sehr schweres Geschütz. Warst du hier schon in der Ecke? Nee, warte mal kurz. Hier sind auch ganz viele Dokumente und so rum. In welcher Ecke? Zwei. Ja, also ich war in einer Ecke mit 2 Dokumenten. Und ich glaube, ich habe den Generator wieder gefunden. Aber die in der Ecke ist ja ungefähr da irgendwo sein. Achso, da war auch nur wieder Sprengstoff, okay. Ja. Da ist er ja. Dann gehen wir wieder hin. Hast du den da gerade gesehen? Hast du dieses Riesen-MG da gesehen? Ja, da haben wir ja ganz am Anfang geguckt. Da hat er gesagt, zweiter Weg. Ja, da war ich aber völlig anders. Ich war nur ganz in der Ecke vom Raum. Hast du's? Ich hab's. Was du am Stützpunkt meintest, du irrst dich. Okay, wenn du meinst. Ich höre mich selten. Du meintest, nichts hätte sich geändert. Ich habe mich geändert. Wir waren getrennt, aber ich musste trotzdem ständig an dich denken. Geht es dir nicht auch so? Anscheinend nicht. Ein bisschen. Du hast mir auch gefehlt. Warum auch nicht? Wir haben so viel erlebt. Beruhigend. Das ist schön. Halt den Schlauch. Geschafft. Das ist ein ganz schön großer Generator, ne? Ja, ist ja auch von Zweiten Weltkrieg. Hilf mir mal mit ja, der Karte. Aber ich meine, der muss trotzdem dann noch, also. Dahin transportiert werden. Ich meine, naja, das auch. Aber ich meine, der musste noch ordentlich was leisten, glaube ich. Oh, kaputt. Oh, Zündkerze kaputt. Wir haben schon ewig nicht mehr gemeinsam gearbeitet. Und doch kommt es mir so vor wie gestern. Rachel, wir haben uns Raum gegeben und diese Pause. Ich meine, sieh dir unsere Karrieren an. Du, ein Field Officer für die CIA und, also... Er. Kalis könnte den ganzen Krieg beeinflussen. Ian hat den Job gekriegt, auch richtig toll. Sollte es je funktionieren, klar. Er hat ihren Job gekriegt, ja. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, so lange allein zu sein. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalis beschäftigt. Was anderes gab's nicht. Kalis ist... Carlos. 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 Klingt mehr nach Ausrede als nach einer Entschuldigung.
Weder noch, nur ein Fakt. Blödsinn. Du wusstest nicht, ob Kelos hier funktionieren würde. Oh, immer nach unten. Rage. Na komm, spuck's aus. Du fühlst mir, Rage. Ob du es glaubst oder nicht. Früher kam mir alles irgendwie komplizierter vor. Jetzt überhaupt nicht mehr. Nee, da sage ich lieber nichts jetzt. Schon okay. Wir haben keinen Stress. Wer weiß, was kommt. Das sollte klappen. Werfen wir ihn an. Das haben wir gemacht. Wir haben uns die ganze Zeit nur angestarrt. Vor allem, wozu braucht er eine Zündkerze, wenn man ihn trotzdem so... Gute Frage. Wir haben Strom. Und WLAN. Wenn die da irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Oh, das wäre schön. Ja, ich fürchte, dass die 1946 da keinen WLAN eingebaut hat. Sandhöhlen. 1922. Ach, der arme Nick. Ich glaube, Nick ist hier gerade... Ah, nee, doch nicht. Wir sind da immer noch zu dritt. Ich dachte gerade schon, Nick wäre jetzt der einzige Überlebende. Soll ich? Soll ich nicht? Ich weiß nicht, bisher ist nichts passiert. Ich habe bisher noch nicht getroffen. Ich habe halt so ein bisschen im Gefühl, dass diese Viecher was gegen Schusswaffen gebraucht haben. Wir müssen da durch. Das Ups, ich habe gerade auf Jus drauf geschossen. Aber ich weiß es halt auch nicht, ob es stimmt. Ich habe halt bisher tatsächlich jedes Mal nicht geschossen und es hat jedes Mal bisher geklappt. Aber das muss halt nichts heißen. Oh nee, nein. Ah. Ja, okay. Ich hatte nicht mal eine Chance, es zu verkacken. Oh, das ist durchblickend. Er ist weg. Voll erwischt. Und schon die zweite Person tot. Wir haben bei Clarice gar nicht gesehen, ob sie tot ist. Okay. Oh, schon wieder wehgedrückt. Statt A. Der kaut auf deiner Mütze rum. Wie ich das hier hasse. Rachel. Tempel 1924, Tiefe 145 Fuß. Ist auch so sinnvoll, ne? Dass das halt jetzt einfach, also. Diese unnötig kurze Szene gerade. Nur damit wir jetzt zum Generator gehen und. Ja. Hören wir jetzt das auf, dieses Band da an, oder? Vielleicht. Probier mal. Ich zieh mir in der Zwischenzeit das hier an. Auf anderen Spieler wird gewartet. Ja, du musst herkommen. Okay, ich habe mir hier gerade noch was angeguckt, weil da ist auch irgendwie ein komischer Mechanismus hier unten drin, irgendwie eine Kiste. Ich hatte mir auch schon angeguckt. Ich hänge nur gerade ein bisschen fest. Warte, oh, diese... Jetzt habe ich das wieder... Ja, ich habe es gerade bestimmt wieder aus Versehen ausgewählt. Oh, die Steuerung ist halt echt so doof, wie man manchmal dann was drückt. Und dann reagiert das Spiel aber erst so, dann bleibt es sozusagen stehen in der Bewegung und der Charakter bewegt sich so komisch hin und her und dann... Sieh mal hier. Zwei Sekunden später passiert das dann. Ob das noch geht? Ob es noch geht. Was für ein Bandsalat. Schon. Geht schon, das kriege ich hin.
Dann viel Spaß. Oh. Seit wann trägst du deinen Ring nicht? Seit wann trägst du ihn nicht mehr? Oh, das tut weh. Ich trage ihn am Herzen. Oh. Ich will das nicht, dass das romantisch ist. Du warst immer ein Guter. Zu gut für mich. Dieser Ring ist immer noch wichtig für mich. Für sie aber nicht. Ich hole dich zurück, Rach. Ich will aber nicht. Ich habe schon eine Affäre mit Nick. Du musst loslassen. Oh. Ich habe einen anderen. War klar. Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas so Altes und Böses aufgeweckt. Ja, was du beim Reden ein bisschen drüber umgedreht sind mit den Fingern. Die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln. Für die Menschheit. Marie, es tut mir leid. Hallo? Hallo. Scheiße. Ich sag schon wieder, ja, nee, das war das. Ich war in dem anderen Spiel, ne? Da gab's auch, also eigentlich, warte. Nee, Japaner waren in keinem von den Spielen. Ey, doch im ersten oder nicht? Da haben die. Waren das nicht. Nee, doch, da waren wir ganz am Anfang in Japan oder so. Aber war das nicht. Verdammt, was ist war los? Das nicht eher China? Ich weiß nicht. Also oder China. Dieses Mandschurei, das gibt es irgendwie, das ist so eine Insel. Habe ich letztens rausgefunden. Das ist Rachel! Gang, hier ist Mailman 2-1-Action! Ah, nee, Quatsch, gar nicht, nicht das Mandschurei. Dieses Dings da. Also dieses Medan oder Medan oder wie auch immer es heißt, das gibt es. So, das ist nämlich eine Insel da. So Richtung Indonesien. Man of Men. Osttimor. Rachel. Grund 1931. Kann hier auch nichts einfach sein? Oh. Du machst das Witze, schön das hell. Sieht uralt aus. Sonne. Das oder nichts. Siehst du ihn? Ja, er kommt. Der Typ. Das ist der Typ, der den Helikopter abgeschossen hat. Licht aus. Das war der Captain von meinem Salim. Oh. Aber sie haben es einfacher gemacht. Es wechselt nicht mehr die Taste. Doch, das passiert später. Das hat bisher noch nicht gewechselt, glaube ich, weil wir es bisher noch nie geschafft haben. Ich habe bis jetzt jedes Mal gerade eben alles. Also ich hatte nichts falsch. Also es hat eben rot geworden, bevor ich das nächste Mal wieder dran war. Hab dich. Okay, dann habe ich doch falsch gedrückt, aber mir wurde es nicht angezeigt. Oh Gott, Scheiße! Ja, toll, ich habe mir gerade am Kopf gekratzt. Danke. Ich erinnere mich, dass eine Zwischensequenz auf dem Video. Hör auf zu zappeln!
Also es gab in Little Hope aber halt auch diesen Teaser auf das Spiel mit dieser Szene. Ja, meine ich ja. So. Rachel, halt dich an was fest! Ich sehe nichts! Zu dunkel! Hä, ja, das ist mir noch ganz viel. Komm schon! Fuck! Verdammt, Rachel, halt endlich still! Und gut. Tut mir so leid, Rachel. Tut mir so leid. Warum soll ich das denn jetzt machen? Ich könnte jetzt einfach das Seil durchschneiden. Ja, also die Frage, willst du nicht? Dann musst du es ja versuchen, er liebt sie ja noch. Hilfe! Oh oh. Oh, dieser, ja, super, und dieser nette Charakter. Jetzt muss es doch machen. Warum musst du das doch machen? Um nicht drauf zu gehen? Ich weiß es nicht. Cool, wir gehen einfach beide drauf. Oh, schon. Ja, also du bist jetzt auf jeden Fall tot. Dieser Typ, der übrigens auch sehr doll nach John aussieht. Endlich wieder zurück beim Kurator. Jetzt können wir. In welchem Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt? Ein Leben erloschen. Ein weiteres verloren an die Dunkelheit. Es scheint, als habe sich die Lage plötzlich verschlechtert. Meinen Sie nicht? Ich weiß es nicht. Zumindest war Erics Ableben nicht unehrenhaft. Er starb, wie es ein Soldat tun sollte. Was ist mit Jason und Nick? Waffenbrüder, aber stehen sie sich so nah, wie sie vermuten lassen? Oder kämpft hier doch nur jeder für sich selbst? Gute Frage, gute Frage. Vergessen wir bitte nicht, dass sie Corporal Mervyn dem Dunkel überließen. Und die Nacht ist noch jung. Das führt uns zu Salim. Er wirkt besonnen. Fast schon ein widerwilliger Soldat, oder? Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden. Unter der Erde gefangen, vom Abgrund verschluckt. Es ist unvermeidlich, dass manche Lichter flackern und erlöschen. Wie lange die übrigen weiterstrahlen, liegt nur an ihnen. Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten anderer einzumischen, aber sie erregen mein Interesse. Dankeschön. Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Oha. Eine kluge Entscheidung, wenn man alles in Betracht zieht. Vor langer Zeit traf ich einen blinden Dichter, der diese weisen Worte an mich richtete. Lang ist der Pfad und beschwerlich, der aus der Dunkelheit hinausführt ans Licht. Das wäre alles fürs Erste.